was den Ruf angeht, was den Tag angeht, wo Menschen nicht mehr in die Stadt kommen, zu der Stadt einkaufen. Sie kommt oder sie arbeiten in Dortmund-Dorstfeld. Wer das kennt, wer sich mit Rechtsextremismus schon mal beschäftigt hat, der weiß, das ist im Prinzip eine, wenn nicht sogar die Hofburg in Deutschland, und da sage ich nichts Falsches, wo die Menschen sich nicht auch wirklich als Nazis bekennen. Zum Nazi zu bekennen. Sie arbeiten den ganzen Tag dran. Sagen Sie uns doch mal ganz kurz, das, was Sie jetzt gerade gehört haben, sind sicherlich Bedenken, die Sie von allen Menschen, die in Dorstfeld leben und arbeiten und ihren Geschäften betreiben, auch hören. Wie gehen Sie sich damit um? Ja, vielleicht möchte ich an der Stelle erstmal für die Einladung bedanken. Ich möchte ganz kurz was zum Projekt erzählen, damit alle Teilnehmenden heute vielleicht auch die Arbeit ein bisschen einordnen können. Denn ich denke, der Name, den wir Quartierswohnung haben, fragt erstmal nicht ganz so viel aus. Genau. Wie Sie schon richtig gesagt haben, wir arbeiten für den Stadtteil Dorstfeld. Das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit, dass wir für einen Stadtteil spezifisch angestellt sind. Wir sind eine Fach- und Netzwerkstelle für Rechtsextremismus, Intervention und Demokratieförderung vor Ort. Das heißt, wir beraten und unterstützen Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen, die sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen wollen, aber auch zum Teil müssen. Und wie Sie schon richtig dargelegt haben, die Ausgangslage in Dorstfeld ist so, dass dort 40 bis 50 Neonazis leben, diesen Stadtteil immer wieder versuchen, für sich zu beanspruchen, durch unterschiedliche Strategien. Also wir finden ganz viele Stickereien, wir finden Graffitis im Stadtbild, physische Präsenz, Bedrohungslage und natürlich auch eine Reihe an Gewalttätigkeiten. In Dortmund gibt es beispielsweise insgesamt 5 Todesopfer durch rechtsextreme Gewalt. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Das ist vielleicht so der Rundumschlag einmal für Dortmund, aber sicherlich kommen wir da so im Laufe des Gesprächs auch nochmal drauf zu sprechen. Und tatsächlich ist es so, das, was ich gerade gehört habe, ist auch das, was uns ganz häufig in Dorstfeld begegnet. Also Dorstfeld an sich ist erstmal ein Stadtteil mit ca. 15.000 Einwohnern. Es ist ein Stadtteil, der auch vom typischen Strukturwandel betroffen ist, den ja viele Wohngebietsstädte durchmachen. Das heißt, wir haben relativ viel Leerstand in dem Stadtteil, aber auch sehr viel Potenzial. Also die Befragung, die wir gemacht haben, hat eben ergeben, dass die meisten Personen dort sehr gerne leben. Aber man muss auch sagen, die Dorstfelder leiden auch unter dem schlechten Image des Stadtteils. Denn wie Sie schon gesagt haben, wenn man sagt, Dortmund-Dorstfeld, dann ist das viel bekannt als vermeintlicher Nazi-Kiez. Ich möchte an der Stelle auch betonen, Dorstfeld ist kein Nazi-Kiez. Das ist etwas, was die Neonazis gerne für sich reklamieren und was sie gerne von sich behaupten. Natürlich ist Dorstfeld viel mehr als das. Letztendlich führt es aber trotzdem dazu, dass eben auch so ein wirtschaftlicher Verlust dahinter steckt. Wir haben zum einen die Bedrohungslage, dass sich viele Personen sehr unsicher an Dorstfeld fühlen. Wir haben aber zum anderen eben auch das Problem, dass sich zum Beispiel Gewerbetreibende eben nicht mehr rund um den Wohnort von Neonazis ansiedeln, dass wir dort keine Geschäfte mehr finden. Dorstfeld ist insofern ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn lange eben weggeschaut wird. Man muss eben auch sagen, in Dorstfeld hat sich die rechtsextreme Szene so verfestigen können über Jahre, weil lange eben von Zivilgesellschaft, von der Stadt und auch von der Polizei weggeguckt worden ist. Sozusagen ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und jetzt macht die Stadt sehr, sehr viel. Es gibt sehr viele gute Projekte, Organisationen. Wir haben einen Polizeipräsidenten, der sich sehr dafür einsetzt, Rechtsextremismus in all seinen Facetten zu bekämpfen. Wir haben einen Oberbürgermeister, der sich sehr dafür einsetzt. Es gibt eine städtische Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie, die alle Tätigkeiten gegen Rechtsextremismus und Demokratieförderung koordinieren. Es passiert also sehr viel in Dortmund. Das hat aber auch eine Historie. Also wenn man nach Dortmund guckt, kann man schon sagen, gerade mit dem Fußball, mit dem BVB, gab es schon in den 80er Jahren die ersten Anzeichen so eine Entwicklung. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, hier heute auch diese Auseinandersetzung zu suchen, das zum Thema zu machen und mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Und das ist ja sozusagen meine Lebensaufgabe, ein Dilemma zu stellen. Vielleicht muss man vielleicht an der Stelle anfangen, dass man nochmal die Historie insofern betrachtet, dass es ja die Städter Jungs, sie äußern sich ja zu dem Thema nicht direkt, aber indirekt, wohl aus dem Grunde angeblich geben soll, weil es sich in Städte um ein sehr unsicheres Pflaster handelt. Da muss man schon mal die erste Unwahrheit entlarven.
Steele, das gilt für uns für viele Stadtteile, Essen eigentlich für die gesamte Stadt, ist eine sehr sichere Großstadt. Sehr gut und sehr professionell aufgebaut.